Und hallo meine lieben Freunde, willkommen zurück zu Let's Play Okami. Ja, im letzten Part, da haben wir die Satomi-Hundekrieger alle mal eingesammelt und müssen jetzt noch, naja gut, alle haben wir nicht eingesammelt, 5 von 8 haben wir jetzt eingesammelt und 3 müssen wir noch finden. So, dann sind wir mal hier hingekommen, Kukari hat Ume verloren und es wartet eine Dame an der Hotoshio-Quelle. Die liebe Kushi ist da. Das Wasser hier sieht so lieblich und kühl aus. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. Hier ist das Fass. Sieh mal an, es ist Kushi. Was machst du hier, Süße? Oh, ach, ihr seid Schneeflocke und Isu. Ich bin hier, um Vorbereitungen für das jährliche Fest zu treffen. Ich bin gekommen, um Wasser zu holen für den Sake, den wir den Göttern opfern wollen. Die Leute sagen, dass das Wasser hier in der Hitoshio-Quelle göttliche Kräfte hat. Wir mischen es immer mit dem heiligen Sake, den wir für das Fest benutzen. Auf diese Weise wird der Eight Purification Sake gemacht. Wow, warte mal, Schwester. Eight Purification Sake? Du meinst das heilige Getränk aus der alten Legende? Genau den. Es geht zurück auf die Legenden von Nagi und Shiranui. Es war der wundersame Sake, den sie benutzten, um Orochi zu besiegen. Anscheinend haben sie die Beste betrunken gemacht und ihnen haben seine Köpfe abgeschnitten. Es riecht schon stark genug, um jeden betrunken zu machen. Ich weiß nicht, ob diese Legende wirklich wahr ist oder nur eine Lüge. Aber wir opfern den Göttern Sake beim Fest und beten um Frieden. Übrigens, Schätzchen, ich habe mich gefragt, wie willst du dieses Fass mit Wasser füllen? Also, willst du dieses Fass mit Wasser füllen? Da hast du recht. Wir brauchen genug für alle Dorfbewohner. Deshalb muss ich das Fass bis an den Rand füllen. Aber wie füllst du ein so großes Fass mit Wasser? Und selbst wenn du es schaffst, wie trägst du es zurück ins Dorf? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Normalerweise kümmert sich Susanoo darum. Er ist so stark. Für ihn ist das Fass so viel, für mich eine Feder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffen soll. Wie dumm von mir, dass ich nicht vorher darüber nachgedacht habe. Ich frage mich, wie ich das Quellwasser ins Fass bekomme. Dummes Mädchen. Okay. Da können wir jetzt keine weitere Hilfe mehr erwarten. Kushi muss Sake sammeln, muss Sake machen und dafür Wasser sammeln. Ich habe heute auch echt ein... Das habe ich ja dauernd. Dass ich irgendwie... Entschuldigung. Ja, manchmal kommt es einfach. So, wir gehen mal wieder zurück zu Ume, der irgendwo da vorne sein soll. Das Wasser im tiefen Abgrund war schon immer irgendwie düster. Aber heute kann ich ja kaum hineinsehen. Die Oberfläche ist vielleicht Wasser. Mondfisch. Ich liebe es. Man sagt, er hätte die Reflexion des Mondes auf der Oberfläche des Wassers geschluckt. Der Mondfisch wird ja wohl nicht auch Ume verschluckt haben, oder? Nun, ich kann ihn allein nicht finden. Vielleicht will ich mit dieser Dame reden. Ja. Toll. Gut. Wenn das hier nicht weiterhilft. Mit dem Mond kann ich auch nicht machen, oder? Mal irgendwas nach. Nö. Nun gut, nun gut. Dann, müssen wir doch erstmal noch einen anderen Hund holen. Nicht den Ume, sondern einen anderen. Mehr verrate ich jetzt mal nicht. So, wo kommen wir denn hin? Man kann erstmal hier durchlaufen. So. Ih, alles verflucht. So geht das ja nun nicht hier. So, das ist natürlich schon viel schöner. Und es wird Nacht.
erhalten, Räuchergefäß. Hurra! Und ich frage mich gerade, ob wir eventuell nachts mit nochmal mit Kukari reden können. Weil, Mondfisch würde ich ja dann eher nachts angeln. Also wenn es dunkel ist und der Mond. Normalerweise. Und so. Versteht er? Ja, okay. Mondfisch. Ja, habe ich ja auch schon, aber irgendwie. Okay. Wenn das so ist, dann erstmal woanders hin. Dazu. Hier herauf. Ich frage mich gerade, ob das hier schon funktioniert oder ob man dazu irgendwas bestimmtes. Nö. Geh nicht, wir müssen laufen. Immer müssen wir laufen. Und nun müssen wir mal wieder zurück zum Dorf Kamiki. Denn da ist ja auch noch ein Hund. Dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Wie ist der denn nochmal? Das war doch der, der so gut Rettiche ausgraben konnte. Aber mir ist der Name entfallen. Schade. Eigentlich. So. Naja. Moment, wo geht's dahin? Wo sind wir? Was, wo? Hä? Achso, wir sind oben drüber. Alles klar. Verstehe. Und hier haben wir eigentlich auch noch eine Liste zu erfüllen. Soweit ich weiß. Dafür müsst ihr erstmal ein paar Schriftrollen auftauchen. Wie zum Beispiel diese da vorne. So. Und bei dir weggebasht. Ach wie, du bist doch nicht tot. So. Da hast du. Hin. Juhu. Nun geht's da runter. Und da runter. Und da runter. Und dann sind wir auch bald schon im Dorf. Hüpf. Tap, tap, tap. Hey. Und kaum kommen wir ins Dorf, ist es auch schon wieder Tag. Aha. Hier reagiert ein Hundesucher. Wow, der Hundesucher ist plötzlich erschienen. Das bedeutet, ja, dass sie ein Hund ist. Aber wo mag dieser Hund nur sein? Ich glaube fast, es ist der. Wie lange hast du vor, hier nur zu sitzen? Du erinnerst mich an eine bestimmte Statue, die ich irgendwo mal gesehen habe. Hayabusa, genau. Ist das der Hundesucher? Bist du gekommen, um mich zurück zu meiner Herrin zu bringen? Hast du das gehört, Emmy? Du musst für Fushihime unterwegs sein, wenn du ihn trägst. Aber ich werde hier nicht weggehen, denn das Fest wird bald beginnen. Hundekrieger, Chu. Chu? Chu, Chu. Du machst wohl Witze. Du bist ein Satomi-Hundekrieger. Hundekrieger? Und du ignorierst den Beruf deiner Priesterin, um auf das Fest zu warten? Komm heute noch wieder hierher. Wir müssen von Mann zu Mann reden. Von Mann zu Mann reden? Meinst du nicht eher von Hund zu Wolf? Naja, eigentlich schon, ne? Das macht mehr Sinn.
Was machen wir in der Zeit? Sidequests haben wir, glaube ich, gar nicht mehr so am Laufen. Na doch, da oben. Hopp. Da oben sollte, glaube ich, noch eine Truhe sein oder ähnliches. Hopp. Ach nee. Ein Kleeblättchen. Zip. Zip. Und 5 Punkte für uns. Was bedeutet, wir gucken mal wieder hier in unseren Sachen nach und stellen fest, von den wichtigen Sachen kann man noch nichts auswerten. Das ist doch schade. Ansonsten. Oh. Könnte man ja theoretisch so bei dem Typen da oben. Bei dem kann man so Testkämpfe machen quasi. Also glaube ich, dass es noch geht. Fragen wir mal nach, ob er noch Zeit hat. Der heilige Baum ist in voller Blüte. Welche unglaubliche Schönheit. Aber das Böse lauert immer noch in dieser Gegend. Konzentration. Sieh genau hin und da. Gleich hinter dir. Swing. Komm, es sind ein paar Gegner. Zack. Das war doch mal erstklassig. Menschen kriegen von solchen Kämpfen nichts mit. Aber ich sah es. Der Kampf hat genau 8 Sekunden gedauert. Hm, du kämpfst gut. Ich habe den Pfad Buddhas gewählt, aber in dir spüre ich eine andere Macht. Und ich spüre, der von dir gewählte Pfad ist der Pfad der Wahrheit. Ah, dafür kriegen wir Glückspunkte. Ist ja fesch. So, Vögel füttern mit Samen. Wenn wir eh schon mal hier sind, können wir auch mal die ganzen Tiere füttern. Zack. Ich würde mich ja auch ein bisschen im Journal und im Bestiarium umsehen, aber davon vergeht der Zeit nicht schneller. Der Tag vergeht nicht schneller. Das ist ein bisschen doof. Das macht dann nicht so unbedingt Sinn. Wenn wir eigentlich darauf warten, dass der Tag umgeht. Ist auch keiner mehr. Ach, doch, warte mal. Wir könnten auf jeden Fall mal. Die Zeit haben wir noch. Mal wieder hier die Sakuya besuchen. Die haben wir auch schon eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Die müssen ja noch hier rumhängen. Wo soll sie auch hin als Baumgeist? Da ist sie ja. Ah, große Mutter Materasu Okami. Die abscheulichen Kreaturen, die unsere Welt bedrohen, werden stärker. Es ist von allergrößter Wichtigkeit, dass wir größte Vorsicht walten lassen. Immer wenn du einen Wächtersprössling wiederhergestellt hast, dann habe ich eine neue Frucht erschaffen. Das sind Wächterfrüchte. Sie enthalten wundersame Schätze, die ich dir gerne schenke. Jedes Mal, wenn du einen Sprössling wiederbelebst, kannst du nach Kamiki zurückkommen für mehr. Hier, bitte nimm mein Geschenk an. Deine Reise wird eine lange sein, aber vielleicht wird dir das helfen. Möge dich der frische Duft der Blumen für immer beschützen. Hast du es kapiert, Werknoll? Wenn du ein Sprössling wiederbelebst, dann bekommst du Früchte. Nicht so schamhaft. Es gibt nichts Besseres als ein Geschenk von einer heißen Braut. Ja, ist wohl schon ein Fall für sich. Erhalten, Bullenhorn. Dekoration. Und goldener Pfirsich. Füllt den Magen komplett. Zack. Zack. Und ein Kristall. Hey, das ist doch mal. Also. Hey. Sieht lustig aus mit den Wölkchen, aber sieht alles sehr schön gezeichnet. Alles ist sehr schön gezeichnet. Das ist so, ich sag mal, ein Tusche-Stil. Das kann man theoretisch auch selber machen. Habe ich es ja noch nicht benutzt, weil ich keine Tusche habe. Weil, ich zeichne ja hobbymäßig auch ein bisschen. Beziehungsweise in letzter Zeit ja nicht mehr so viel, weil ich kaum noch Zeit habe, aber
Da, eine Zeit lang ging es da auch echt ab. So, dann würde ich sagen, beenden wir hier den Part. Ich warte auf Nacht und melde mich wieder, wenn die Nacht hereingebrochen ist. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.